Herzlich willkommen zum Lernzyklus zur Bearbeitung vom Volumen einer Kugel. Mein Name ist Andreas Fachländer und ich möchte dir in diesem Video Lernzyklus erklären, wie du zur Volumenformel der Kugel kommst und dich unterstützen beim Arbeiten und Berechnen damit. Du siehst hier verschiedene Dinge aus unserem Leben. Pausiere nun das Video und suche alle Kugeln. Wenn du glaubst, alle gefunden zu haben, schaue das Video weiter. Dann schauen wir mal, wo es in unserem Leben überall Kugeln gibt. In unserem Leben gibt es viele Beispiele für Kugeln. Zum Beispiel Fußbälle, Eiskugeln, Tennisbälle, unsere Erde, Seifenblasen oder auch Disco-Kugeln und noch viele mehr. Wenn du Schwierigkeiten hattest, die Kugeln zu finden, schaue dir das Thema am besten noch einmal in deinem Schulbuch an. Von all diesen Kugeln kannst du das Volumen mit dieser Formel berechnen. V ist gleich 4 mal Pi mal R hoch 3 Drittel. Keine Panik, ich zeige dir, wie man auf diese Formel kommt. Dann wird dir auch das Rechnen leichter gelingen. Es ist schwierig, das Volumen einer Kugel einfach herzuleiten, weil die Kugel eine gekrümmte Form hat, also keine Ecken und Kanten. Deshalb brauchen wir einen Trick, damit wir das Volumen berechnen können. Den zeige ich dir jetzt. Wir nehmen eine Kugel mit einem Radius r. Wir halbieren die Kugel und überlegen uns eine Halbkugel. Nun suchen wir nach einem Körper, der zumindest annähernd das gleiche Volumen wie eine Halbkugel hat. Also stell dir vor, du drückst an dieser Halbkugel so herum, dass ein Drehzylinder entsteht. Dieser Zylinder hat den Radius r und seine Höhe ist auch r. In diesen Zylinder stellen wir noch einen Kegel, welcher die gleiche Grundfläche und die gleiche Höhe wie der Zylinder hat. Als nächstes müssen wir zeigen, dass diese zwei Körper das gleiche Volumen haben. Hierfür kann man sich gut vorstellen, dass wir die zwei Körper bis zu einer beliebigen Höhe mit Wasser füllen. Wenn nun das Wasser auf beiden Höhen die gleiche Fläche hat und man das für alle Höhen durchführt, müssen die zwei Körper das gleiche Volumen haben. Dann fülle ich mal die zwei Körper bis zu einer beliebigen Höhe mit Wasser. Dann schauen wir uns die zwei befüllten Körper mal von der Seite an. Nehmen wir uns zuerst den Zylinder vor und schauen wir uns den Querschnitt an. Der Zylinder hat die Höhe r und den Radius r. Das Wasser steht bis zu einer Höhe h. Wir sehen, dass das Wasser ein gleichseitiges Dreieck ist. Das bedeutet, der Abstand zwischen Zylinderrand und Kegelrand ist auch h. Aus dieser Information können wir auch schließen, dass auf dieser Höhe der Abstand von der Mitte zu der Kegelwand r minus h ist. Nun können wir uns den Zylinder auch von oben anschauen. Wir sehen, dass der innere Kreis den Radius r minus h hat und der gesamte Kreis den Radius r. Nun schauen wir uns den Querschnitt der Halbkugel an. Unsere Halbkugel hat die Höhe r und auch den Radius r. Und das Wasser steht wieder bis zur Höhe h. Hier sehen wir nicht sofort, wie groß der Abstand zwischen Mitte und Kugelwand ist. Deswegen nennen wir den Abstand x. Doch wir können den Satz des Pythagoras verwenden, um uns x auszurechnen. Da wir wissen, dass der Abstand vom Mittelpunkt der Kugel bis zu dem Treffpunkt der Kugelwand mit dem Wasser immer r ist. Und dass der Abstand des Wassers
zu der maximalen Höhe r minus h ist. Dadurch, dass wir diese zwei Zusammenhänge kennen, kann man mit dem Satz des Pythagoras x² als r² minus r minus h² berechnen. Nun schauen wir uns auch noch die Halbkugel von oben an und sehen, dass der innere Kreis hier den Radius x hat und der große Kreis den Radius r. Jetzt, wo wir alles beschriftet haben, müssen wir nur noch die Inhalte der Flächen berechnen. Beginnen wir nun mit der Wasserfläche des Zylinders mit dem Kegel. Nun müssen wir uns die Fläche des blauen Ringes berechnen. Dies geht ganz leicht. Wir können nämlich die Fläche des ganzen Kreises mit dem Radius r minus der Fläche des kleinen Kreises mit dem Radius r minus h rechnen. Dann bleibt die Fläche des Ringes über. Also, um die Fläche des Ringes zu erhalten, rechnen wir die Fläche des großen Kreises r² mal pi minus der Fläche des kleinen Kreises r minus h² mal pi. Nun können wir pi herausziehen und wir erhalten a ist gleich pi mal in Klammern r² minus r minus h² und die geschlossene Klammer. Als nächstes rechnen wir die binomische Formel aus und wir erhalten a ist gleich pi mal r² minus r² minus 2rh plus h² und wieder die Klammer geschlossen. Nun können wir die innere Klammer auflösen. Wir erhalten nun a ist gleich pi mal r² minus r² plus 2rh minus h². Nun sehen wir schon, dass sich r² und minus r² gegenseitig aufheben. Das heißt, wir können sie kürzen. Nun lautet unsere Formel a ist gleich pi mal 2rh minus h². Als letzten Schritt können wir noch ein h herausheben und wir erhalten a ist gleich pi h mal 2r minus h. Diese Formel ist unsere Formel für die Fläche des Wasserkreises für eine beliebige Höhe. Dann schauen wir uns nun mal an, wie die Fläche für den Wasserstand in der Kugel lautet. Ich blende unser vorheriges Ergebnis unten ein, damit wir danach die Ergebnisse vergleichen können. Dann schauen wir uns nun noch einmal die Halbkugel von oben an. Wir sehen, dass man den Flächeninhalt der blauen Fläche mit x² mal pi berechnen kann. Nun erkennst du vielleicht schon, wieso wir uns vorher x mit dem Satz des Pythagoras ausgerechnet haben. Wir können nun nämlich hier den Ausdruck einfach einsetzen. Wenn wir den Ausdruck eingesetzt haben, erhalten wir a ist gleich pi mal r² minus r minus h² und die Klammer zu. Erkennst du diesen Ausdruck vielleicht schon wieder? Nun, dann formen wir auch diesen mal um. Wir können die binomische Formel ausrechnen.
unterhalten. A ist gleich Pi mal R² minus in Klammer R² minus 2RH plus H² und die geschlossene Klammer. Nun können wir die innere Klammer auflösen und wir bekommen A ist gleich Pi mal offene Klammer R² minus R² plus 2RH minus H² und die geschlossene Klammer. Nun sehen wir, dass sich R² und minus R² gegenseitig aufheben. Das heißt, wir kürzen sie. Unterhalten A ist gleich Pi mal 2RH minus H². Final können wir nun auch noch ein H herausziehen. Und wir erhalten A ist gleich Pi H mal 2R minus H. Vergleichen wir mal die beiden Ausdrücke. Wir sehen, dass die beiden Flächenformeln gleich sind. Das bedeutet, dass für jeden beliebigen Wasserstand die Wasserflächen der Körper gleich sind. Das heißt, nach unserer Überlegung vorher, dass die beiden Körper das gleiche Volumen haben, da sie bei allen Höhen die gleiche Fläche haben. Wir wissen nun, dass die Halbkugel das gleiche Volumen hat wie der Zylinder mit dem enthaltenen Kegel. Also berechnen wir uns das Volumen, welches in dem Zylinder überbleibt, nachdem wir den Drehkegel hineingestellt haben. Wir berechnen dieses, indem wir von dem Volumen des Zylinders das Volumen des Kegels abziehen. Also setzen wir mal in die Volumensformeln ein. Wir erhalten, das Volumen der Halbkugel ist gleich R hoch 3 mal Pi minus R hoch 3 mal Pi Drittel. Wenn wir uns dies nun ausrechnen, erhalten wir für das Volumen der Halbkugel folgende Formel. Das Volumen der Halbkugel ist gleich 2 mal R hoch 3 mal Pi Drittel. Wenn dir das Volumen des Zylinders oder des Kegels nicht eingefallen ist, dann pausiere jetzt das Video und schaue dir die Lernvideozyklen zu diesen Themen an. Die Links zu diesen findest du, wenn du rechts oben auf das i drückst. Damit wir nun das Volumen einer ganzen Kugel bekommen, müssen wir nur das Volumen der Halbkugel mit 2 multiplizieren. Wenn wir nun das Volumen der Halbkugel einsetzen, erhalten wir, das Volumen der Kugel ist gleich 2 mal 2 mal Pi mal R hoch 3 Drittel. Wenn wir das nun ausrechnen, erhalten wir, das Volumen einer Kugel ist 4 mal Pi mal R hoch 3 Drittel. Nun haben wir hergeleitet, wie man auf die Formel für das Volumen einer Kugel kommt. Zum Ende des Videos habe ich dann noch einen Reim, damit du dir die Formel leichter merken kannst. Was kugelt da an mir vorbei? 4 Drittel Pi mal R hoch 3. Um ihn dir besser zu merken, sprich noch einmal mit mir mit. Was kugelt da an mir vorbei? 4 Drittel Pi mal R hoch 3. In diesem Video haben wir uns damit beschäftigt, wie man auf das Volumen der Kugel kommt. In dem nächsten Video werden wir nun damit ein paar Beispiele rechnen.